So, hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Legend of Grimrock, dem besonderen zweiten Teil, den epischen zweiten Teil. Und fangen wir direkt mal damit wieder an in einer neuen Session zu gucken. Ja, genau. Ja, wir kommen gleich. Um zu gucken, wie denn nochmal die Zauber klappen. Genau, so, das sieht doch schon mal wunderbar aus. Es geht nämlich weiter. Ja, es geht weiter. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kommen wir denn hier oben hoch? Da kommen wir hier hoch. Das sieht doch schon mal schön aus. Jawohl. Gut, ich liebe diesen neuen Zauber. Haben wir davon jetzt noch ein Vieh hier in der Nähe? Wenn ja, wäre das äußerst ungünstig. Okay, das können wir schon mal nicht machen. So, wenn er uns sehen sollte, was er auch tut, dann kriegen wir ihn. Ach, jetzt haut er ab, okay. Ja, komm du, Hühe, mal angestürmt. Wir brauchen den noch einmal. Ja. Gut, okay. Wenn die uns nämlich erwischen, tut es echt böse weh. Ah, schön, okay, und ein bisschen Ruhe. Genau darauf wollte ich nämlich auch letztendlich hinaus. Ja, meine Güte, es sind doch relativ genau. So war der eine Zauber, so war der andere Zauber. Es sind mehrere Infos eingegangen. Erstmal möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr dieses Let's Play, in dem Sinne dieses Projekt mit Legend of Grimrock 2, doch so positiv aufnimmt. Muss ich doch dazu sagen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es da so viele Interessenten gibt, die doch dann, ich sag jetzt mal, still und heimlich zugucken. Es ist wirklich schön zu sehen. Auf der anderen Seite kann ich durchaus die Leute verstehen, die es natürlich schade finden, dass ich die Spiele erst so spät entdeckt habe. Aber da muss man auch dazu sagen, dass ich noch nicht allzu lange, wenn man natürlich mal so aufs Datum guckt, wann das gute Spiel rausgekommen ist, allzu lange halt nun mal in dem Sinne in YouTube vertreten bin. Ich meine natürlich, ich hatte schon vor langer Zeit mir den Account gestellt, in dem Sinne erstellt. Aber Let's Player bin ich ja nicht direkt darauf geworden. Jetzt hat es uns doch noch erwischt, du ekliges Mistding. Und bin aber, wie gesagt, immer noch positiv davon überrascht. Ja, das muss man einfach so dazu sagen. So, ich gucke gerade noch, ob wir vielleicht noch irgendwo ein paar Feinde haben. Aber das sieht doch eigentlich relativ gut aus. Komisches Fleckchen haben wir hier uns ausgesucht. So viel steht auch schon mal fest. Nee, deswegen vielen herzlichen Dank schon mal dafür. So, dann würde ich sagen, tun wir uns noch mal eben ausruhen. Ich muss mal eben kurz am Mauskabel hier gucken. Das wird auch hinkriegen. So, sehr schön. Ist natürlich dunkel geworden. Ja, zu den ganzen Sachen, die eigentlich passiert sind oder die mir zugetragen worden sind, sind natürlich Verbesserungsvorschläge in der Weise, wie wir uns entwickeln könnten, selbstverständlich, wenn wir das denn auch möchten. Warum habe ich euch eigentlich dabei? Follow the leader, follow the light. Achso, das waren diese, ja, diese Schriftzüge. Und im Großen und Ganzen wurden mir auch Infos zugetragen, was es mit den Equip-Sachen auf sich hat. Also in dem Sinne wirklich viele Verbesserungsvorschläge, wo ich auch sagen muss, vielen Dank dafür. Das ist wirklich nett, dass sie mir da ein wenig unter die Arme greift. Wiederum, viele Leute haben nicht so viel Ahnung von dem Spiel und feiern es eigentlich im Großen und Ganzen nur, wie ich halt nun mal hier spiele. Sind natürlich auch in der Hinsicht nach total neu, was das Spiel geschehen halt nur mal angeht. So, ich würde sagen, wir werden dasselbe Prinzip, was wir jetzt eben schon gehabt haben, nochmal machen. Bloß wir werden uns diesmal umgucken an den Wänden, ob wir vielleicht irgendwie einen versteckten Schalter finden oder so etwas. Denn das hat ganz gut funktioniert. Da kann man irgendwie rein, haben wir noch eine dicke Schatztruhe. Lichtspielrätsel werde ich ehrlich gesagt einfach mal drauf verzichten. Ich glaube schon, dass es mit dem Spiel mit eingebracht worden ist, dass wir Lichtspielrätsel hier haben, mit der Fackelhalterung oder so. Aber ich glaube, diesmal wäre es durchaus offensichtlicher. Aber ich gehe mal stark davon aus, auch dass dieser große Raum hier ein Secret beinhaltet, wenn nicht sogar noch mehr. Nochmal ein Pilz für unseren Heiltrank.
Und gleich gehen wir noch ins Wasser. Zumal ich weiß gar nicht, was diese komischen Inseln im Wasser zu bedeuten haben. Da müssen wir gleich mal in Ruhe gucken. Ich bin da ganz positiv drauf eingestellt. Wird es irgendwas geben? Ich höre hier aber nichts, okay. So, hier kann man rein. Aber hier haben wir nichts, oder wie? Mysterious. Vielleicht öffnet sich hier auch irgendetwas oder kann sich öffnen. Wenn wir auf die Karte gucken, könnte es auf jeden Fall einen Durchgang geben. So, wir hatten auch das letzte Mal, genau, so ein komisches Schmerzrätsel, sage ich jetzt mal, wo diese schönen Zacken wieder auf uns warten. Da werden wir uns auch noch drum kümmern. Da sind wir ja das erste Mal einfach erstmal abgehauen. Da müssen wir uns die Reihenfolge merken, wie wir dann da durchkommen. Aber irgendwie schade. Ich meine, so ein Riesenraum. Da sind wir hergekommen. Und wir können nichts machen, ne? Also was heißt, wir können nichts machen? Wir können eine Menge machen, aber erstmal nicht das machen, was ich mir jetzt eigentlich so gedacht habe. Aber es sieht doch schön aus. Okay, das ist interessant. Aber bleiben wir erstmal unter Wasser. Wir haben einen Bolzen. Das ist auch schon mal prima. Holen wir mal eben Luft. Und dann geht's direkt wieder hinunter in das kühle Nass. So, wir werden so und so, denke ich mal, eine Vielzahl an Kräutern finden. Und vieles andere. Das hier sieht aus wie ein Stern. Müssen uns einfach nur mal in Ruhe umgucken. Ich denke mal, hier werden wir auch eben kurz mal Luft holen. Ich meine, wenn uns der ein oder andere hier sterben sollte, dann haben wir ja jederzeit die Möglichkeit, uns wiederzubeleben am Stein. Aber dazu sollte es ja an für sich erstmal nicht kommen. So, damit haben wir den hier schon mal einmal umrundet. Jetzt gehen wir mal eben kurz hier gucken. Komisch viele Leitern haben wir hier, ne? Das sieht aus wie ein L. Das erinnert mich so ein wenig an Tetris. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht warum, aber es tut es. So, nochmal Mana-Trank. Sehr gut, sehr gut. Aber jetzt sind wir hier auch mal schon mal durch. Einmal nach oben. Ja, aber Tatsache. Hat eine Ähnlichkeit damit, ne? Hier das S, da ein L, hier ein T oder wie es auch immer dann dargestellt sein sollte. Ja, hier oben könnten wir auch mal hoch. Mal eben kurz entlang, aber immer schön Luft holen. Ich möchte jetzt ungern nochmal zurück zum Stein krabbeln. Genau deswegen. Also es gibt auf jeden Fall im Spiel genug Kräuter. Die Alchemie war ein Perk, wo ihr auch schon gesagt habt, dass ich den wirklich gut gewählt habe. War mir in dem Sinne auch wichtig, einen Alchemisten zu erstellen, weil ich mir schon gedacht habe, dass halt nun mal einfach als neue Option mit dem Spiel integriert, das auch extrem stark sein wird, wenn man sich Mana und Heiltränke halt herstellen kann. Von daher schon gut aufgepasst in der Gruppenzusammenstellung. So, aber das soll es gewesen sein. Jetzt ist die Frage, was soll das denn bitte für ein Rätsel sein? Ich könnte natürlich jetzt Stunden damit verbringen, mir die ganzen... Ist das wirklich ein Tetris-Rätsel? Soll das im Gesamtbild dann ein... Was weiß ich? Ein Quadrat werden oder so? Würde mich jetzt einfach mal so interessieren. Kann auch sein, dass wir hier unten, je nachdem... Ich sag jetzt mal... noch einen Schalter haben. Aber was soll das sein? Wir haben auch gar nichts hier oben, was wir irgendwie aufsammeln können. Zumindest sehe ich erstmal nichts. Auch nicht aus der Entfernung. Oh, das ist bestimmt ein Rätsel. Also entweder müssen wir über die Karte uns irgendetwas zurechtbilden. Oder ich glaube, wir müssen über die Symbole unterschiedlich entlanglaufen. So, dass man jetzt sagt, wir müssen zuerst über das T laufen, dann wieder ins Wasser springen, danach über das X laufen. Gibt mehrere Möglichkeiten hier. Ich glaube, da bleibt uns leider nichts anderes übrig, als erstmal eine Notiz zu finden, die uns dann hier weiterhilft.
Mit anderen Worten geht es dann jetzt, sobald wir eine Leiter gefunden haben, nach oben, wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Und jetzt ist die Frage, die große, große Frage, wo gehen wir denn als erstes hin? Ich glaube, hier unten ist eigentlich ganz okay. Kann auch sein, dass wir jetzt noch das ein oder andere Rätsel vergessen haben. Konnten wir eigentlich hier unten drunter? Nee, Tatsache, das war hier unten zu. Ah, okay. Sonst hätte ich jetzt gesagt, gucken wir uns da natürlich noch in Ruhe um. Aber nee. Genau. Der Ausgang im Süden. Ja, dann würde ich vorschlagen, gehen wir erstmal draußen ein bisschen gucken. Und dann schauen wir mal. Du, komm mal her. So, machen wir hier einfach wieder schön Licht. Und dann gehen wir uns doch mal draußen umgucken, was uns da erwartet. Oh, ja, der Ogre, das ist, Also ich habe das jetzt mal gespeichert, weil ich glaube, mit so einem Ogre ist echt nicht gut Kirschen essen. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch mehr Gegner hier haben werden. Jo, er hat auch noch die normalen Fähigkeiten. Jetzt müssen wir nochmal eben kurz gucken. Na, stürmst du an? Nee, möchte er nicht. Okay, so, jetzt ist natürlich Vorsicht angesagt, weil wir wissen ja, wie bekanntlich das eigentlich schon ist mit den Ogern, dass die, wenn sie uns einmal erwischen, dann tut's richtig weh. Und ich möchte jetzt es so gut wie es geht vermeiden, dass er hier zum Rundumschlag ausholt und uns dann so böse einversemmelt, dass wir hier dann schon direkt auf dem Boden liegen mit dem einen oder anderen Charakter. Denn ich denke mal, der kann auch schon relativ schnell, ja, relativ schnell handeln. Wir kennen ihn ja aus dem ersten Teil. Mit denen ist nicht gut Kirschen essen. Na, komm schon. Aber bis jetzt sieht das sehr gut aus. Unsere Taktik geht auf jeden Fall auf. Ist die Frage, wie lange sie aufgeht, aber schauen wir mal. Diesmal konnten wir nicht einfrieren. Das Mana geht auch langsam, aber sicher zur Neige. Ah, da haben wir ihn doch. 750 Erfahrungspunkte. Das ist halt echt nicht verkehrt. So. Oh. Lauscht mal. Eine schöne neue Musik. So, was haben wir denn bekommen? Ja, eine bespickten Zweihandstreitkolben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich dachte es mir eigentlich schon. Also ist mal wieder wie im ersten Teil. Er macht, verursacht immens viel Schaden. Problem leider an der ganzen Sache ist, er ist zweihändig. Das heißt, wir könnten ihn nicht mit unserem Meteorenschild zum Beispiel tragen. Und wiederum dann haben wir das Problem, dass er minus 2 Accuracy trägt. Also in dem Sinne, die Trefferwahrscheinlichkeit ist extrem schlecht. Da würde ich doch sagen, wir legen den, nanu, wir legen den erstmal hier hin. Was steht denn hier? Achso, nur dass hier der Eingang ist. So, legen wir das Kolbchen hier vorne hin. So, da drüben haben wir gerade noch einen Feind entdeckt. Was war das denn? Oh, du bist neu. Du hast uns auch schon gesehen, so wie ich das richtig sehe. Uff, 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 uff. Oh, hi. Ich weiß gar nicht, kommt der hier hin? Nee, kommt er nicht, ne? Okay, das heißt, hier sind wir auf jeden Fall sicher. Das hier ist ein nächster Tempel. Machen wir erstmal Schritt für Schritt. Das Wichtigste zuerst, und das ist das gute alte Kraut. So, hallo mein Gesicht. Du wünschtest, okay, Crystal, also Kristallminen. You must take the way of the snail. Also wir müssen uns, oh Gott, Snail, wir müssen uns langsam hinein bewegen oder wir müssen den Weg langsam. Also wenn wir uns wünschen oder wenn es unser Wunsch ist, die Kristallminen zu betreten, so müssen wir uns langsam den Weg entlang bewegen. Ich hoffe mal, es ist so einigermaßen richtig. Keine Gegner? Ich will es nicht hoffen.
Ist das hier der Tempel des Windes? Das kann natürlich sein. Gucken wir doch mal. Ja, das ist das, ja, der elementare Schrein der Erde. Er ist die Rune für der Geschicklichkeit, des Sturms und des Fliegens. Nord-East. Okay. Ist in dem Sinne die Zusammenkunft der Erde am stärksten. Oder in dem Sinne die Gewalt, ne? Die Gewalt. Nordöstlich. Ich meine, das habe ich mir bis dato immer markiert. Also nordöstlich, achso, nee, mach mal so, Nordost. Machen wir mal eher. Ich hoffe, das ist richtig. Ja, ich könnte mich da eigentlich nicht verschreiben. Okay. Gut, dann haben wir das nämlich dann schon mal. Follow the footstep of Killigan the Wise. Ja, folge den Fußstapfen von Killigan. Ja, bring die 4 Power Gems zusammen, um die... Ja, kennen wir ja. Okay, also hat sich hier nichts Neues natürlich getan. Wir haben auch bis dato nur ein Power Gem. Da müssen wir erstmal ein paar neue selbstverständlich auftreiben. Das hier sieht mir doch relativ voll aus hier, so ein klein wenig mit den Rezepten. Gib doch mal das Essen weiter. Du kannst dir eigentlich direkt mal hier einen Fisch gönnen. Ah, sieht soweit noch ganz gut aus, also. Ach, und du bist voll. Ja, stimmt. Ja, nee, dann lassen wir es einfach so. Gut. Informationen haben wir uns geholt. Kristallmine, das ist jetzt etwas... Da bin ich jetzt mal so dreist, ihr müsst verzeihen. Aber wo ist mein schlauer Zettel? Komm mal her, mein schlauer Zettel. So, und zwar Kristallminen langsam voran. Ich glaube, das müsste es sein. Ich werde das nochmal kontrollieren wegen Snail. Ihr müsst verzeihen, aber es sind Wörter, die hört man nicht unbedingt jeden Tag. So, wieder einmal unten angekommen. Es werde Licht, das würde ich mir wünschen. Und ich denke mal, wir werden das markieren mit dir. Und werde einfach jetzt mal Lufttempel mit hineinschreiben. Dann wissen wir nämlich ganz genau, wo welcher Ausgang denn hingeht. Wenn wir schon hier tief unten drinne stecken. So, auf geht's. Weiter unseres Weges. Ich glaube, hier können wir schon rüber, ne? Weil irgendwo muss es ja weitergehen. Was hatten wir hier? Hier ist der nächste Ausgang. Aber wollen wir mal gucken, was uns hier erwartet. So, mal eben kurz auf die Karte geguckt. Wir waren ja das letzte Mal hier unten. Jetzt sind wir hier oben. Oh, hab ich mich erschrocken. Dankeschön. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich höre auf jeden Fall Gegner, die... Okay. Warum schreit ihr denn so? Das sind auf jeden Fall Worge. Oh, da kommt doch schon der Erste. Okay, die sind auch was garstig. Jetzt werden wir schon von zwei Seiten angegriffen. Das finde ich ehrlich gesagt ziemlich uncool. Und ich kann auch nicht weg. Ja, alles klar. Das heißt, einer wird schon mal sterben. Ja, sehr cool, sehr cool. Danke, habt ihr toll gemacht und tschüss. Ja. Gut, walk hin oder her. Wie kommen wir am schnellsten Weg zurück zum Kristall? Ah, garstige Biester, ne? Garstige Biester. Vor allen Dingen mit ihren klaffenden Wunden. Das war jetzt sehr unangenehm. Wenn es denn überhaupt ein richtiger Walk war. Konnten wir hier durch? Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Oh Gott, jetzt sind wir ganz tief runtergefallen. Das ist natürlich auch gut. Aber keine Panik. Wir können ja ein wenig unter Wasser leben. Aushalten. So, also... Also die halten schon gut was aus. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber nun gut. So, dann mal eben kurz ein wenig Leben zu uns genommen. Was war eigentlich hier oben? Lass uns doch mal einen Blick riskieren. Auch Schildkröten geht eigentlich. Gut, dann würde ich vorschlagen, dann sehen wir uns gleich wieder.